Hallo, ich möchte hier in diesem Video ein bisschen auf die Parametrisierung dieses Geländersegments eingehen. Ich habe dies von einem Kunden bekommen mit der Frage, wie man das parametrisiert. Und für mich ist das natürlich interessant, das auch mehreren Leuten zu zeigen, damit sie wissen, welche Möglichkeiten es hier auch noch gibt. Hier wurden bereits die Variablen erzeugt, das heißt Abstand zur Durchzughandlauf, das wäre im Prinzip dieser Abstand, dann der Überstand, das wäre hier dieser Zwischenabstand, die Geländerhöhe ist hier in diesem Fall bis Achse Handlauf definiert und hier natürlich der Stützenabstand zwischen diesen zwei Stützen. Was diese Teile bereits alle haben, es wurden die Fremdbezüge aktiviert bei allen Teilen, das ist natürlich ja wichtig und ich möchte hier einfach mal die Möglichkeiten zeigen, wie man dies hier parametrisieren kann. Hier geht es natürlich auch in weiterer Hinsicht, damit man hier die Teile, sprich die Rohre, auch austauschen kann. Und bei den Runden ist natürlich hier auch mit den Flächen immer etwas schwierig. Und deswegen würde hier auch eine weitere Variante des Parametrisierens hinzukommen. Das heißt, im Prinzip, ich wähle hier das Geländersegment an und wechsle hier in den 3D-Standard zu meinen Abhängigkeiten. Ich starte im ersten Schritt einmal, dass ich mit einem Teil, dass ich diese ein Teil fixiere. Das heißt, ich wähle hier in diesem Fall diese Fußplatte. Diese Fußplatte möchte ich hier fixieren und diese Werte werden mir hier auch eingetragen. Weiters kann ich hier die Rohre, also ich beginne hier mit diesem Rohr. Ich möchte hier dieses Rohr, das soll hier im Prinzip unten drinnen stehen. Das heißt, ich kann hier mit der Gleichlage arbeiten. Wenn ich auf dieses Profil gehe, kann ich mit der rechten Maustaste das Koordinatensystem einblenden und kann sagen, im Prinzip die unterste Kante soll gleich bleiben und bei diesem Blech möchte ich auch die Koordinaten einblenden und hier soll im Prinzip die Fläche gleich bleiben. So, somit habe ich hier dieses Formrohr bereits auf das parametrisiert, füge diese Gleichlage hinzu mit der mittleren Maustaste und kann hier in diesem Fall die Werte weiter bearbeiten. So, als nächstes möchte ich hier den Abstand von diesem Zwischenabstand parametrisieren. Das heißt, ich möchte hier bei dieses Koordinatensystem möchte ich wieder ausblenden, damit ich hier nicht das Falsche erwische. Das heißt, ich möchte diesen Abstand von hier und bei diesem Profil mit dem Koordinatensystem F4 könnte ich es einblenden. Hier diesen Abstand. Dieser Abstand soll hier der Stützenabstand sein. Das heißt, das soll SA sein für Stützenabstand. Mit OK wurde mir hier dieser Wert parametrisiert. Könnte natürlich hier gleich weitergehen. Das heißt, ich sage hier, im Grunde genommen, damit es richtig ist, von diesem Teil wieder. So. Zum Handlauf. Ah, das war natürlich die Gleichlage. Ich möchte hier den Abstand, also die Höhe H haben. So. Und so geht das im Prinzip weiter. AU. Hier möchte ich auch AU haben. So. Und im Grunde genommen fehlt mir hier noch dann der Abstand-Durchzug. Das heißt, das soll dann AB sein. Ich kann hier auch den Bereich umändern, das heißt, ich habe hier das umgeändert. Hier
noch dasselbe. AP. So. Und das letzte noch. AB. Seitenwechsel. So. Im Grunde genommen fehlt jetzt nur noch dieses Blech. Das werde ich hier auch noch schnell. So. Richtigerweise müsste ich natürlich noch alle auf die Vorderseite auch noch parametrisieren, damit es richtig wäre. Für mich ist aber wären die nächsten Schritte einfach mal wichtig, dass man das einfach sieht. Das heißt, ich werde hier einfach nochmal die Teile einfach auf Gärung schneiden. Ich weiß zwar, im Beispiel war es mit einem Rohrbogen. Dies kann ich natürlich auch mit dem Anschluss machen. So. Die Teile sind nicht angeschnitten, das heißt, ich möchte hier auch die Anschnitte machen. So, was ich jetzt noch kontrollieren muss oder kontrollieren werde, dass dieses Profil auch in der Lage hier versetzt ist, damit es bei der Neuberechnung nicht an der falschen Stelle ist. Das heißt, ich werde hier noch diesen Abstand von diesem Profil, also dieser Abstand zu diesem Profilabstand, soll in diesem Fall 0 sein. Und dasselbe mache ich hier. Dieser Abstand zu diesem Koordinatensystem soll auch 0 sein. Ich hätte hier natürlich mit der Gleichlage arbeiten können, jedoch habe ich jetzt nicht gewusst, wo der Start des Koordinatensystems ist. Und das kann jetzt natürlich noch bei anderen Profilen auch der Fall sein. Das werde ich jetzt aber einfach mal kontrollieren, dass ich jetzt einfach mal den Überstand auf 450, die Stützenabstand auf 1250 und die Geländerhöhe auch auf 1250 abändere, damit ich einfach mal sehe, ob die Werte auch hier oder ob ich hier alle Werte, die ich benötige, auch parametrisiert habe. Man sieht es hier, okay, diesen Maus muss ich hier nach hier ziehen. So. Das heißt, dieses Rohr habe ich hier noch nicht richtig gemacht, sondern auf das falsche Rohr bezogen. Das heißt, das korrigiere ich hier noch, dass ich einfach sage, okay, von diese Fläche soll mit dieser Fläche gleich sein. Übernehme das, mache eine Neuberechnung im Feature. Und sehe auch die geänderten Werte. Das heißt, jetzt sollte es passen. Das heißt, ich ändere diese Werte ab. 500. Und so habe ich eigentlich sehr einfach und sehr schnell ein parametrisiertes Geländer gefunden.